Es war der zweite Auftritt der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft. Gespielt wurde in Tallinn in Estland und der Gegner, das war die Mannschaft von Estland. Andrea Gianni, der Trainer der deutschen Auswahl, war sehr, sehr zuversichtlich und das konnte er auch sein, denn die Mannschaft hat so ein ganz klein bisschen Anlauf gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen gegen Estland. Estland in den blauen Trikots scheiterte aber das ein und andere Mal am deutschen Block und nach gut 20 Minuten war der erste Satz dann auch schon rum. Starker Block von Tobias Krick und Deutschland hat den ersten Satz mit 25 zu 19 für sich entschieden. Und genau so ging es denn auch weiter in Satz Nummer 2. Der war sogar noch etwas deutlicher. Das ist Johannes Tille am Aufschlag. Der kommt gerne rein, der zweite deutsche Zuspieler, für den Aufschlag. Deutschland sehr souverän, sehr sicher und spielte das am Ende dann auch ganz souverän runter. Christian Fromm im dritten Versuch macht er den Punkt. Deutschland holt sich den zweiten Satz mit 25 zu 16, auch weil sie in den wenigen kritischen Situationen ruhig und abgeklärt blieben. Christian Fromm mit einer ganz starken Leistung heute hatte eine Quote im Angriff von deutlich über 60%. Und es waren dann letztlich nicht mal 90 Minuten gespielt, dann war dieses Spiel auch schon rum. Und Georg Grosa durfte das Spiel beenden. Der 36-jährige Diagonalangreifer sorgte für den finalen Punkt. Deutschland schlägt Estland leicht und locker mit 3 zu 0.